Wenn Sie sich genauso für den VfL Wolfsburg begeistern wie wir, verschwenden Sie keine Zeit. Abonnieren Sie jetzt unseren Kanal, um über alle Neuigkeiten, spannenden Momente und vieles mehr auf dem Laufenden zu bleiben. Titelverteidiger und Seriensieger VfL Wolfsburg ist für seine 10. Teilnahme in Folge am Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen gerüstet. 6 Tage vor dem mit Spannung erwarteten Finalduell mit Liga-Primus FC Bayern München am Donnerstag, 9. Mai, ab 16 Uhr, live im ZDF und bei Sky, im Kölner Rheinenergiestadion setzten sich die Wölfinnen am 20. Spieltag in der Google Pixel Frauen-Bundesliga gegen den 1. FC Köln dank einer starken Leistung in der ersten Halbzeit 5:1, 4:0, durch. Im drittletzten Ligaspiel der Saison sorgte der VfL Wolfsburg früh für klare Verhältnisse. Dominik Jansen, 7., erzielte per Kopf die Führung. Top-Torjägerin Eva Pajor, 12., 23., legte mit ihren Saisontreffern 14 und 15 kurz darauf nach. DFB-Kapitänin Alexandra Popp, 36., erhöhte noch vor der Pause auf 4:0. Anna Gerhardt, 54., verkürzte kurz nach der Pause. Wolfsburgs Vivien Endemann, 80., stellte den Endstand her. Durch den Sieg gegen den FC, der mit 6 Punkten Vorsprung auf den 1. FC Nürnberg auf dem ersten Abstiegsrang den Klassenerhalt noch nicht sicher hat, bewahrten sich die GastgeberInnen zumindest die kleine Chance auf einen Doublegewinn. Während sie in der Liga auf Ausrutscher der Bayern hoffen müssen, haben die WolfsburgerInnen die Titelverteidigung im DFB-Pokal im Endspiel in der eigenen Hand. Bereits am Donnerstag, 16 Uhr ZDF, geht es im direkten Duell der beiden Bundesliga-Top-Teams gegen die Bayern in Köln um die 2. nationale Trophäe. Es ist immer eine Freude, die Begeisterung für den VfL Wolfsburg mit Ihnen, leidenschaftlichen Fans, zu teilen. Wir hoffen, dass Sie jeden Moment dieses Eintauchens in die Welt des VfL Wolfsburg genossen haben.